Ja, hallo erstmal, hier sind wir wieder. Ja. Flight Simulator 2020 von Microsoft. Heute fliegen wir mal eine Runde mit einem Hubschrauber. Und zwar eine absolute Freeware, für die meisten nichts Neues. Aber dafür es eine Freeware ist, muss ich ganz ehrlich sagen, eine ganz geile Kiste. Freeware von Microsoft und hier ist der Hubschrauber. Ja, es ist ein Airbus E135 und eine ganz, ganz tolle Kiste, eine ganz tolle Maschine. Mit der kann man so richtig geil fliegen. Ja, richtig geil fliegen, würde ich sagen. Jo, und damit wir das da vorne nicht so verdecken, was ich da so gerade sehe, ja, dann wollte ich das doch mal eben doch noch mal eben ganz kurz abändern. Dann schieben wir das nämlich mal hier rüber, weil wir fliegen auch ein bisschen außen, von der Außenansicht. Das kann man in einem Flugsimulator machen, allerdings nicht, naja, leider man hat eine Drohne neben sich her fliegen. Und ja, dass ich der Tommy 1711 bin, das seht ihr jetzt auch alle. Und das mache ich mal jetzt auch mal weg, weil es reicht, wenn man es einmal wahrgenommen hat. Ja, für mich auf jeden Fall. Und deswegen mache ich es auch jetzt mal ganz einfach dicht. So. Die 4K lasse ich, weil ich möchte das gerne auch in eine 4K-Auflösung ausstrahlen. Und jetzt gehen wir dann auch mal zum Hubschrauber. So. Tja, eine schöne Mercedes-AMG Livery, wie ihr seht. Ja, und wenn es euch aufgefallen ist, hier am Hubschrauber steht auch die 1711, also es ist eine Livery von mir, Tommy 1711. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ja, so ein bisschen ja, so Formel 1 mäßig aufgemacht. Das sind so die Farben in der Formel 1, dieses Silber und dann dieses schöne, ja, Anthrazitblau oder wie man es auch immer nennen kann. Also mit der Farbenbezeichnung habe ich es da nicht so besonders, aber ich hoffe, ihr habt da so auch ein bisschen Nachsehen. Hier geht es letztendlich um den Hubschrauber und ich habe da noch einige andere Libraries, unter anderem auch im Internet gesetzt, in dem Community. Und also in der Community, wo ihr das dann auch dementsprechend runterladen könnt, Microsoft Community, die heißt Flight Sim 2. Wenn ihr da drauf geht auf Flugzeuglackierungen und dann ganz nach unten könnt ihr dann runter Richtung Helikopter und Airbus H135, das ist dieser Airbus-Typ hier. Da könnt ihr diese Library, unter anderem auch noch einige mehr, die ich dann unter Tommy 1711 hochgeladen habe. Dann zum Beispiel eine Lufthansa, ein RTL-Hubschrauber, ja, wenn ihr dann so ein bisschen als Reporter unterwegs sein wollt, wie auch immer. Ja, da habe ich so einige Sachen hochgeladen. Für die Leute, die aus Nordrhein-Westfalen kommen, aus Köln sogar ein WDR-Hubschrauber. Und da ist noch ein bisschen sowas zum Jubiläum mit der Sendung mit der Maus noch drauf. Sieht auch sehr nett aus. Ja. Vom Michael Schumacher, so also vom Michael Schumacher habe ich da auch eine Library gemacht. Und ach, guck doch mal selber die Libraries unter Tommy 1711. Ich hoffe, da wird das ein oder andere vielleicht für den einen oder anderen dabei sein. Vielleicht mache ich demnächst wieder welche, auch vielleicht auch mal welche für Flugzeug. Für X-Plane habe ich das gemacht. Und nichtsdestotrotz, jetzt gehen wir mal in den Hubschrauber. Ihr seht, dass dieser Hubschrauber. Ja, es gibt da eigentlich wieder so kuriose ja, Erneuerungen in dem Hubschrauber. Das machen wir gleich. Und dann gibt es natürlich auch wieder Videos im YouTube. Da gibt es dann diese längere Version von dem Hubschrauber. Das ist dann die H45. Ja, die ist dann etwas länger, ein Viertel länger als die Maschine hier. Und dann gibt es da auf dieser Basis auch den Eurocopter, den 25 und also verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es jemanden aus England, der da so einige Sachen hat. Und was ich nur schade finde, jetzt hätte ich bald das schlimme Wort gesagt, mit Sch
Und was ich schade finde, ist, dass man da, die machen immer alle diese tollen Videos und haben dann dementsprechend nicht irgendwie verlinkt, wo man das dann downloaden kann. Gut, ich habe es euch gesagt, Flight Sim 2, da könnt ihr unter, ne, der Seite Flugzeuglackierungen unter Helikopter H35, wenn er dann Tommy 1711 eingibt, könnt ihr das dann, könnt ihr da mal gucken. Oder beziehungsweise Mercedes oder Schumacher oder sonst irgendwas. Aber wenn er da durchstöbert, so viele Seiten sind es auch nicht. Da seht ihr dann auch die verschiedenen Libraries, die ich gemacht habe. Oder die könnt ihr euch auch ganz einfach runterladen. Und ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Vergnügen damit. So, jetzt gehen wir mal in den Hubschrauber rein. Das ist also die letzte Erneuerung. Hier haben wir natürlich wie so eine Sonnenklappe, so eine Sonnenblende. Dann die kann man ein- und ausblenden. Ist sehr schön gemacht. Nur man muss sich das irgendwo merken, ne, wo das dann jetzt auch war. Wenn man da langsam drüber geht, dann zeigt er einen das auch an, damit man die auch wieder aktivieren kann. Ist sehr nützlich, wenn man mal wirklich so fliegt, dass die Sonne auch blendet. Dann ist das auch, ja, wie im echten Hubschrauber natürlich auch ein hilfreiches Gadget, sage ich mal so. Ne? Das hilft schon ungemein. So, die Lichter, die können dann natürlich alle anmachen, indem ihr dann hier überall drauf drückt. Ne? Geht jetzt momentan nicht. Warum? Ganz klar, weil ich habe hier noch keinen Strom aktiviert, also noch keine Batterie und nichts. Und für diejenigen, die dann jetzt hier sagen, okay, wenn hier jetzt in diesem ja, Handy, sag ich mal, was hier eingegeben worden ist, wo jetzt also dementsprechend, oder Mini-Tablet, was man auch immer dazu sagen kann, hier kann man dann auch dementsprechend alles drüber leiten, was man auch hier unten gleich drüber leiten kann. Wenn ihr dann hier nur so eine Schrift drin habt, dann müsst ihr hier, ich nenne es jetzt mal nicht bei dem fachnämischen Namen, sondern ganz einfach, sag mal ganz einfach nur den Gashebel, den man rauf und runter heben kann. Ne? Wenn man den raufzieht, ja, dann gibt man mehr Schub, mehr Gas. Ja, und wenn man ihn runterlässt, desto weniger Schub habe ich und weniger Gas habe ich. Ne? Beim Flugzeug ist das anders, da muss ich ihn nach vorne kippen, dann habe ich mehr Gas und ziehe ihn zurück, habe ich weniger Gas. Ne? Ist auch ganz klar. Und das ist hier beim Hubschrauber dann natürlich etwas anders, wenn ich dann ein ja, dementsprechendes Equipment habe. Ich habe das jetzt hier nicht für einen Hubschrauber, sondern zeige euch jetzt mal, was ich für ein Equipment dafür benutze. Gehe ich hier auf Steuerung. Und dann seht ihr jetzt auch, ja, dass ich das hier als Fußpendeln habe. Das heißt, wenn ich jetzt meine Fußpendeln bewege, ne, dann bewegen die sich nach links, nach rechts. Da sollte man auch dementsprechend ja, die Empfindlichkeit einstellen. Die Empfindlichkeit habe ich hier überall auf minus 58 gestellt. Dann reagiert dieser Pendel sehr stark und nicht direkt, aber er reagiert so, wie es eigentlich auch sein muss. Das heißt, ich kann langsam bewegen und habe dann auch nicht, wenn ich ihn jetzt auf 50 stelle oder jetzt hier in die Mitte, dass ich jetzt 50-50 habe, also auf 0, und ich würde den Fuß langsam bewegen, dann habe ich auch dementsprechend eine aggressivere Haltung oder Reaktion auch von dem Pendel, und so ist das mehr realistisch, ne? Ich kann also wirklich schön langsam und sachte lenken und das Flugzeug oder der Hubschrauber reagiert dann auch besser und gemächlicher und auch realistischer, ne? So, fertig. Jo, dann habe ich weiter zu meiner Rechten diesen Joystick, mit dem ich quasi gesagt die Links- und Rechtsbewegung, dieses Querruder nutze. Oder Seitenruder. Ne, Querachse ist das, glaube ich. Ne? Meine ich doch, ja. So, und dann habe ich zu meiner Linken diesen Gashebel. Das ist alles von, ja, auch glaube ich, auch Logitech ist das. X56 ist die Beschreibung. Das ist also im Doppelpack. Man bekommt diesen und diesen auch. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, weil man auch durch diese diese Knöpfe, die man hier hat, hier oben habe ich auch nochmal drei, die jetzt hier hintergehen, die sieht man hier optisch nicht. Da kann man sehr viele Belegungen gestalten. Vor allen Dingen kann ich das auch noch so machen, dass ich hier mit diesem Knopf, der hier an der Seite ist, den kann ich dann auch noch
zusätzlich in drei verschiedenen Varianten setzen. Das bedeutet, dann hat jeder Knopf einmal nach oben eine Belegung und nach unten eine Belegung. Und das habe ich dann jeweils, kann ich das in drei verschiedenen Sachen. Das heißt, hier habe ich 2, 4, 6 Möglichkeiten in einer Knopfrichtung. Ja, das heißt, also ich hätte 12 Möglichkeiten, habe ich dann jeweils mit einem Schalter. Ne? So. Das heißt, also hier habe ich richtig viele Möglichkeiten, um da jetzt nicht immer alles mit der Tastatur machen zu müssen, mit der Belegung. So, dann kann ich natürlich auch die Sicht nach links und rechts hier mit diesem kleinen Joystick. Das ist hier an dem Joystick ist auch nochmal ein Joystick, den ich nach oben vorsichtig bewegen kann, nach unten, nach links und nach rechts. Damit kann ich die Kopfneigung machen, ohne dass ich großartig Schwierigkeiten habe mit der Sicht. Ich meine, ich habe schon einen großen Monitor. Dann habe ich natürlich auch eine Maus hier, na, auch eine. Die habe ich, na gut, die zeigt er mir jetzt nicht an, der zeigt jetzt die Maus. Ich habe na, wie nennt die sich nochmal hier, die Maus, die ich habe. Das ist auf jeden Fall eine Markenmaus, die beleuchtet ist. Und ja, dann habe ich auch dementsprechend die Tastatur, die ist auch beleuchtet. Aber so, dass ich nicht alle Tastaturen hier ewig benutzen muss. Jede Tastatur. Manchmal benutze ich auch eine Tastaturbelegung. Aber da ich das alles so möglich toll alles schön auf die einzelnen Knöpfe legen konnte, habe ich hier eine ganz tolle Möglichkeit durch die Joysticks, ohne dass ich hier großartig ja, die Tastatur nutzen muss. Ne? Ja, und dann habe ich hier noch 2 Drehschalter. Damit kann ich dann dementsprechend auch einstellen, wie das Gemisch sein soll oder die Propellerstellung. Das kann ich alles gemütlich von den Joystick aus regeln. Und das kann ich jedem nur empfehlen, der sich das mal zulegen möchte und der Interesse am Fliegen hat. Ob es Hubschrauber oder auch ja, Flugzeug ist, wie auch immer. Man hat viele, viele Möglichkeiten. Ich habe mir von Microsoft die Professional-Version gekauft und kann hier natürlich auch alle möglichen Varianten nutzen und ja, alle möglichen Flugzeuge. Ich kann auch die Ansicht, das mache ich hier alles mit meinem Joystick, seht ihr das? Denn ich habe hier auch die Möglichkeit, mich so zu bewegen. Das kann ich alles mit der Tastatur, diese Bewegung kann ich alles nicht mit der Tastatur alles so machen, wie ich es eigentlich möchte. Das kann ich alles mit dem Joystick machen. Denn ich kann auch mal ganz gemütlich hier hinten sitzen und kann dann auch ganz schnell wieder nach vorne oder ne, kann mir dann auch die einzelnen Geräte alle angucken. Und das mache ich alles mit Joystick, seht ihr? Und jetzt mit dem Joystick, diesen kleinen drehbaren Joystick, den ich hatte, seht ihr das, was ich hier mitmachen kann? Ne, am Joystick, das ist das Tolle daran, ja. Da habe ich wirklich alle Möglichkeiten und die sollte man dann auch nutzen können, weil man dann sich besser aufs Fliegen konzentrieren kann und ja, das ist das Beste. Also wir sind jetzt hier in dem Hubschrauber, in dem in dem Helikopter, in dem Hubschrauber von Airbus, den H135. Jetzt starten wir den mal. Das heißt, wir müssen als erstes mal die Stromversorgung, die Batterie, die müssen wir einschalten. So, die Stromversorgung, die Batterie ist jetzt hier mit eingeschaltet, wie ihr alle seht. So, mache ich hier bei mir noch ein bisschen lauter, damit ich hier auch was höre. So, die Stromversorgung ist an. Jetzt muss ich doch ein bisschen leiser machen, sonst halt das bei euch so, weil ich hier mit dem Mikrofon arbeite. So, also, und jetzt haben wir hier an der Seite haben wir noch einen Generator stehen. Das heißt, wir können uns also die EPU, korrekt benannt, sie steht es hier auch, die sorgt dafür, dass der Hubschrauber die Batterie nicht zu sehr belastet, denn wenn ich jetzt irgendwo draußen bin am Feld, habe ich keine EPU. Da muss ich gucken, dass ich schnell starte. Und damit mir die Energie nicht flöten geht, habe ich also immer
die EPU an, wo es immer nur geht. Bin ich irgendwo am Feld, muss notlanden, muss jemanden ablassen oder was weiß ich, wenn ich jetzt mit Christoph unterwegs bin, das sind die Rettungshubschrauber, dann muss alles schnell gehen. Ja, so. Und deswegen hier immer schön hier drauf drücken. Ja, da steht es auch ganz groß drauf, daneben EPU. Und hier kann ich die EPU einschalten. Wenn die grün leuchtet, dann ist die auch an. Und das kann man nämlich sehen, weil hier ist auf einmal ein Stromkabel, das zum Hubschrauber hinführt. Hier sieht man es, man hört die EPU jetzt auch. Die ist dann auch dann vom Optischen gesehen natürlich, wie gesagt, vergesst nie, es ist eine Simulation, dann auch dementsprechend eingeschaltet. Wir gehen wieder zurück in den Hubschrauber. So, jetzt haben wir natürlich den Hubschrauber erstmal mit Strom versorgt. Und ja, wie geht es natürlich weiter? Wir müssen jetzt hier alles einschalten, was wichtig ist. Vorab erstmal checken wir die Sicherheitssysteme. Wenn es dunkel ist, machen wir erstmal Master, machen wir erstmal Licht an. Da wir jetzt an der EPU sind, können wir jetzt mal ruhig Vollpower mit Licht arbeiten, machen erstmal ein Stroboskop an und dann auch dieses Licht hier noch einschalten. Was war das denn jetzt hier nochmal? Achso, ja, die Positionslichter. Damit jeder weiß, so, ne, Vorsicht, nicht so nah ran am Hubschrauber. Der möchte mit Sicherheit jetzt gleich starten. Und ja, das ist auch eine Sicherheitsmaßnahme, auch in der Realität. Des Weiteren gehen wir natürlich her und überprüfen jetzt erstmal die Feuersysteme. Das sind die Systeme, die das dann anzeigen, wenn der Hubschrauber überhitzt und ein Triebwerk, denn der Helikopter hier, jetzt gehen wir nochmal nach außen, hat zwei Triebwerke. Einmal für den großen Rotor und für den kleinen Rotor, beziehungsweise der hat ja noch sowas ähnliches wie einen Turbogang. Das zeige ich euch gleich noch. Und damit kriegt er dann nochmal zusätzlichen Schub. Ja. So, und wenn das Ganze dann überhitzt wird, das ist in einem System, wird das dann angezeigt. Und zwar hier oben in der Mittelkonsole sieht man da auch ganz schön die Systeme. Die Systeme zeigen das dann an, ja, wie sehr ein Generator, nicht Generator, Generator ist was anderes, aber eine Turbine belastet wird. Ja. So, die Generatoren, denen müssen wir dann auch nochmal Power geben. Generatoren sind also dafür da, damit die Kraft und die Leistung dann überhaupt übertragen wird, ne? Auf die Turbinen. So, und jetzt machen wir erstmal diese Turbinen, die werden jetzt hier überprüft. Ihr hört da ein leises Bimmeln, ich habe das jetzt auch mal nicht ganz so laut gestellt vom Ton her. Und die schalten sich dann auch automatisch ab. So, das heißt, hier ist alles in Ordnung. Der Test ist schon mal okay. Der nächste Test wäre dann hier ein Warnlichttest. Jetzt überprüfen wir, ob alle Lichter, alle Funktionen gegeben sind. Hier es geht alles an, was leuchten muss. So, und das wird sich gleich auch durch einen Ton bemerkbar machen und geht dann aus. So, jetzt haben wir den ganzen Test hinter uns gebracht, was man jetzt in diesem Hubschrauber machen sollte und auch noch machen kann. In einem echten Hubschrauber sieht es natürlich etwas anders aus und wesentlich komplizierter als hier jetzt dargestellt. Aber gut, für den Simulator finde ich das schon nicht schlecht und es ist schon eigentlich gut gemacht. Hier fehlen einige Systemschaltungen, aber ja gut, nichtsdestotrotz. Und was man hier so sieht mit diesen grünen Lämpchen, das was jetzt hier alles, das sind alles Sicherungen. Ne? Alles Sicherungen für bestimmte Systeme. Es gibt dann noch ein Buch, ne? Ein Checklistenbuch, wenn jetzt irgendwo ein Lämpchen ausfallen sollte. Das ist irgendwo etwas, was unstimmig ist, dann kann man da eine Sicherung austauschen, damit die Funktion wieder gegeben ist. So. Jetzt schalten wir hier oben alles ein. Ja, das hat auch alles seinen Sinn, weil das sind alles Systeme, die eingeschaltet werden müssen, damit die Bildschirme vernünftig funktionieren, damit alles gewährleistet ist. Ich gehe jetzt nicht auf die ganzen Einzelheiten ein, was würde zu lange dauern, denn ich versuche eigentlich immer alles
so gut wie möglich zu erklären. So, dann haben wir hier auch noch Systeme, die eingeschaltet werden müssen, wie Funkgruppe und, und. Das muss auch eingeschaltet werden. Jetzt muss das Ganze natürlich, die Turbine, mit Benzin versorgt sein. Wir stehen jetzt hier an einer Tankstelle. Normalerweise, wenn man hier beginnt, dann hat man direkt, ohne dass man das hier jetzt abrufen muss, den Treibstoff, hat man das direkt so stehen. Dann kann man erstmal die ganzen, ja, Gewichtsverlagerungen einstellen. Was wiegt der Pilot? Ihr seht, ich bin eine fette Sau. Ich wiege, Entschuldigung, ich wiege 95, sage ich mal. Und meine Co-Pilotin, ja, die hat zwar nicht so große, jetzt hätte ich es bald gesagt, aber die wiegt halt eben, habe ich mal 69 eingegeben. Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall wichtig ist, dass es auf Kilo, ne, macht. Und das ist zum Glück ja schon umgestellt worden, man überhaupt Kilo nutzen kann hier, ne? So, dann habe ich das jetzt mal auf 50. Ich kann das ja mal hochgeben. So, und ihr seht, die Gewichtsverlagerung würde sich jetzt hier auch nach hinten neigen. Ganz klar, weil der Tank immer mit dem Hubschrauber hinten ist, ja. Und dementsprechend hat man auch die Gewichtsverlagerung, ne? Ich lasse das mal auf 76% und werde das dann jetzt mal einfach nur schließen. So. Ihr müsst natürlich auch dran denken, je schwerer, je mehr ihr Sprit mitnimmt, desto länger könnt ihr die Luft bleiben, ganz klar. Aber desto mehr Power braucht ihr auch, um nach oben zu kommen. Auch eine logische Sache, oder? Klar, beim Landen ist das natürlich auch wieder andersrum. Ne? Je weniger Power ihr gebt, desto schneller fallt ihr runter. Wiegt ihr mehr, fallt ihr mehr wie ein Stein. Ne? Jetzt nur mal symbolisch oder bildlich gesehen. Und je weniger ihr wiegt, desto langsamer kommt ihr runter. Je mehr ihr wiegt, desto schneller kommt ihr runter. Auch ganz klar. Ne? Logische Physik. So, jetzt schalten wir das hier auch noch alles ein, damit wir hier überall die Benzinleistungen drin haben. Und auch hier in der Mitte diese beiden, die sind dafür, also von rechts gesehen, der zweite und der dritte, die sind dafür da, dass die Energie jetzt, beziehungsweise damit die jetzt erstmal hier richtig Power kriegen, also Saft, Strom, Jet A1, ne? Das ist also der gängige Sprit, den die tanken, den Kerosin. So, jetzt machen wir hier unten auf diesem Schalter die Sicht, damit wir auch eine 3D-Sicht haben hier. Das können wir hier nicht einschalten, finde ich schade für den Co-Piloten. Wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Dann kann man hier noch andere Systeme einschalten, ja, zum Beispiel die Uhr, die kann man hier einschalten. Dann kann ich hier aber wiederum, was ich hier nicht kann, oder kann ich es hier auch, ne, kann ich hier nicht. Hier kann ich jetzt die Ansicht ändern, ne? Ich kann hier die Wetteransicht ändern, ich kann es auf eine Karte ändern, ne? Das heißt, ich habe jetzt hier die Karten und die Struktur, ich kann mich reinlegen, ne? Kann auch jetzt das sagen, da soll jetzt immer in Flugrichtung anzeigen soll, dann weiß ich genau, hier fließt jetzt der Fluss her und, damit man sehen kann auch, wo man ist. So. Gut, das lassen wir mal so, denn ich mache das immer so. Und jetzt werden wir die erste Turbine starten. Das heißt, die müssen wir, wenn ihr den Hubschrauber habt, mit der Maus, und zwar mit dem Rädchen, einmal ganz kurz, nur einmal nach oben, dass er sich bewegt. Ne? So, wenn wir das gemacht haben, dann geht jetzt die erste Turbine an. So, machen wir das mal. So, ich nehme das. Oder was kann ich jetzt hier machen? Ja, doch, den hier. Der soll jetzt als erstes starten. Und dann warten wir jetzt ab, dass wir da jetzt so 45% Leistung haben. Dann sehen wir auch, dass die Turbine jetzt hier anfängt. Ihr seht es. So, und jetzt müsste der jetzt gleich auch hochkommen. Dann haben wir die erste auf 45% gleich. Und dann können wir die zweite Turbine starten. Wir gucken uns das mal von außen kurz an. Ihr seht, die Rotoren fangen an. Hinten und vorne. Dass sie sich schon mal langsam bewegen. Aber wir haben ja noch nicht genug Kraft, um abzuheben. Noch lange nicht. Denn da, ihr habt es gesehen, erarbeitet. Und jetzt können wir die zweite hoch starten. Öl, ne, gibt erstmal die Warnung an, weil, ne,
muss natürlich auch alles erstmal in Gang kommen. So. Ihr habt gesehen, das macht er jetzt alles über Batterie. Das läuft. So. Ihr könnt auch hier ausschalten. Könnt auch. Das könnt ihr alles machen. Ja, hier gibt es also viele Möglichkeiten, die man hier nutzen kann. Des Weiteren gehe ich eigentlich immer hier unten auf diesem Hauptbildschirm, gehe auf Home. Dann gehe ich auf diese Gruppe hier. Die mache ich dann an. Ja, wenn er das will, er hat es noch nicht. Welchen Grund auch immer. So, da ist er auch. So, und jetzt. Ja, ah, nee, er hat es falsch. Ich muss hier nochmal zurück. Jetzt habe ich die Dinge hier drin. Ist ja auch nicht schlimm. Gut, so, Home. Dann hier drauf. Und dann mache ich mir immer diese Bremse an. Das ist die Rotorbremse. Das heißt, wenn ich alles ausmache, habe ich hinterher zum Schluss, dass ich den Rotor nochmal abbremsen kann, ne, damit er nicht so lange ausläuft. So, und jetzt gehen wir hier in Gesamtpower nochmal rein. Das heißt, der hat dann jetzt hier richtig nochmal Power. Jetzt habe ich es ausgemacht. Aus welchem Grund auch immer, weiß ich nicht. Gehen wir mal wieder nochmal an. So, ist er wieder. Hat wieder volle Kraft, 100%. Hier sind wir auf 80. Ist alles wunderbar, so wie es sein soll. Cool. Ne? So, jetzt können wir hier natürlich auch dementsprechend, wenn wir in der Luft sind, dann drücken wir hier zweimal auf Alt oder einmal auf Alt, dann halten wir die Höhe und hier können wir dann auch drauf drücken, dann halten wir auch die Richtung, die wir fliegen, das ist also der Autopilot. Ja, nette Spielerei. So, jetzt gehen wir, diese beiden nehmen wir zurück, die machen wir auch aus, die Generatoren, und hier die beiden sind dafür da, dass der, ja, brauchen wir noch ein bisschen Heizung hier. Hinten geben wir auch ein bisschen Licht, damit die Licht anhaben. Das machen wir auch alles an. Ne? Und schon haben wir hier alles am Laufen. Ja. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht genau drauf ein, aber wichtig ist Strom einschalten, die Sicherheitssysteme, dann die Generatoren einschalten, dann dass die ganze, ja, Avionik und Bildschirme, damit die eingeschaltet sind, einschalten. Dann hier unten noch zusätzlich die Funkgruppen einschalten. Dann dementsprechend, der macht es meistens immer wieder aus, der will keine Heizung anhaben, aber ich möchte die immer gerne anhaben. Ich habe es immer gerne möglich warm. Dann die Lichter einschalten, ja, die wir ja jetzt zuschalten können. Wir können jetzt alles voll einschalten, ist auch egal. So, und dann wichtig sind natürlich auch hier, dass man erstmal das Grundlicht überall anhand, ne, damit man auch eine Lichtversorgung hat. Wenn es dunkel ist, ganz wichtig. So, ihr seht, hier vorne wird es jetzt richtig hell. Das sind die Suchscheinwerfer zum Beispiel, die wir dann da anhaben. Den können wir ausschalten. So, haben wir nur den normalen Scheinwerfer an. So. Und hier haben wir nochmal eine Taste. Ne? Und dann haben wir hier die Möglichkeit, es steht jetzt auf aus. Wenn ich den jetzt einschalte, ihr seht das hier unten, jetzt habe ich nochmal zusätzlich Power. Ne? Das heißt, ich gehe jetzt wesentlich schneller nach oben und kann mich auch wesentlich schneller bewegen, aber dementsprechend ist auch wesentlich schneller alles auf Rot hier, ne? Dass die Maschinen überhitzen können und. So. Ja, ihr Lieben. Diejenigen, die das noch nicht wissen, die finden das vielleicht interessant. Die anderen endlich mal, ah, wann fliegt der denn endlich mal? Der erzählt mir doch nichts Neues. Und, ja, ist gut. Aber für diejenigen, die es nicht wissen, war das eine ganz interessante Kiste vielleicht. So, jetzt überprüfen wir erstmal alles. Bewegt sich alles? Es bewegt sich alles. Ganz schön. Was ich hier schon mal habe, ich muss die Software, muss ich schon mal ab und zu kalibrieren. Über die hauseigene Software von dem X56. Das ist aber nichts weiter Schlimmes, das geht rucki zucki. Und das ist mir auch manchmal lieber, bevor die abstürzen, bevor, wenn ich irgendwo fliege, ne? Muss ich ja auch nicht haben. So, und jetzt mit meinen Fußpendeln seht ihr auch da unten, dass die sich bewegen. Ne? Für rechts, links, ne? Querruder. So, und jetzt wollen wir mal steigen. Jetzt gehe ich mal langsam nach oben. So. Und wir sind hier auf einem Hubschrauberplatz.
Und dann gucken wir mal, wie der heißt. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier eingegeben habe. Was steht denn da? Ach, du lieber Gott. Ja, genau. Ahlendorf Eder. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin, ihr Lieben. Ja. Ja, wo bin ich jetzt? Ich bin Richtung Frankenberg, da wo ein Freund von mir wohnt. Der wohnt auch nicht weit weg von Frankenberg, und zwar in Viermünden. Ja, dann fliegen wir doch die Richtung. Ich habe jetzt auch gar nicht irgendwie drauf geachtet, wo ich gestartet bin. Aber das ist egal. Machen wir das nochmal. Fliegen wir von Frankenberg und gucken uns den Hubschrauber nochmal von außen an. Der sieht ja sehr nett aus. In die Richtung Frankenberg und dann Viermünden. Das ist in Hessen, für diejenigen, die nicht so ortskundig sind. Ich bin selber nicht ortskundig. Aber gut, Frankenberg. Da fliegen wir jetzt mal hin. Ja, so sieht es also hier aus. Ist eine naturschöne, also eine naturreiche und schöne Landschaft hier. An der Eder, und hier ist auch irgendwo die Edertalsperre. Vielleicht fliegen wir da jetzt mal hin. Uns das mal angucken. Dazu werde ich im Hintergrund wieder mal ein Programm. Voltana nennt sich das, starten. Ist eigentlich ein ganz gutes, ja, ein ganz guter Begleiter, sage ich mal, der einen dann immer zeigt, wo man dann auch ist. Der einen auch Straßennamen zeigt, wenn man nah genug herangeht, und ja, lohnt sich auf jeden Fall. Denn hier kann man wirklich gucken, wo man fliegt. So, wir werden jetzt gleich wirklich mal erstmal hier über Frankenberg fliegen. Mit den Hubschrauber. Und dann landen wir mal zwischen in Viermünden, würde ich sagen. Laden da mal meinen Kumpel ein. Meinen Freund, den Uwe. Den habe ich auch im Video davor gemacht. Einfach mal, um zu gucken, wie es da bei dem aussieht, damit er mal sieht, wie nett es da ist. So, hier ist Frankenberg, vielleicht können wir hier irgendwas erkennen. Bei Microsoft sieht das ja immer so aus. Ich kann auch mal den Autopilot jetzt hier einschalten. Ich bin jetzt mal faul, sage mal alt, wunderbar. Und die Flugrichtung halten wir auch. So, und jetzt fliegt er von alleine. Und jetzt gehen wir ein bisschen zurück, damit wir nicht ganz so schnell fliegen. Und die Geschwindigkeit ist ja immer das Doppelte, was er anzeigt. Die rechnen wir mal 2. Und die Höhe in Fuß wird hier angezeigt. Die wird durch 3 geteilt. Dann haben wir auch unsere Höhe. So, hier fliegen wir mitten über Frankenberg. Da wird gebaut. Ah, wunderbar. Sehr schön. Ja. Nochmal wieder rein. Dann können wir mit hier nach rechts, ne? Oder hier mit nach links, rauf und runter. Das heißt, wir können auch noch ein bisschen höher, wenn wir sagen, das ist uns zu tief. Auch kein Thema. Also so könnt ihr den Hubschrauber handeln, wenn ihr euch ein bisschen umgucken wollt in der schönen Natur. Dann machen wir wieder an. Ja. Könnt euch dann hier schön umgucken und sagen, ja, hier gefällt es mir, hier gefällt es mir nicht, oder das möchte ich mir genauer angucken, und dann mache ich mal den Autopiloten an, und dann habt ihr wirklich die Möglichkeit und sagen, könnt sagen, oh ja, dann ja, gucken wir mal hier, ne? Wie sieht die Landschaft aus, wie sieht das ein oder andere aus, ist es schön hier, gefällt es mir hier, ne? Sehr schön. Frankenberg, jetzt gehen wir auf Frankenau, jetzt wollten wir eigentlich darüber. Da liegt Viermünden. Laut Karte, dann werden wir das mal tun. Ja, dann ziehen wir den jetzt, drücke ich hier drauf, mal nach links. Und wenn man dann hier unten guckt, da wo dieses blaue Teil ist, das bewegt sich dann, seht ihr? So, und die zeigt euch dann die Richtung an, wo ihr hinfliegt, ne? Und da bleibt er dann auch in der Mitte stehen. Und hier hat man dann dementsprechend immer die Gradzahl. Hier haben wir die eingegeben 30 Grad, ja.
Der ist auf 34 und der geht bis 30 Grad. Und hier zeigt er einen immer die Flugrichtung ein, wenn ich über GPS bin oder vorfliege. Ja, also jetzt irgendwelche Daten eingebe, zum Beispiel hier diese Richtung, die würde er dann hier anzeigen. Ja, über NAV 1, NAV 2 oder GPS. So. Jetzt fliegen wir erstmal hier vorne rüber Richtung Viermünden. Und ich meine, irgendwo, ich bin ja nicht so ortskundig, aber würde ich jetzt draußen weiter geradeaus fliegen, ein bisschen nach rechts, da komme ich, glaube ich, zum Edertal. Und hier vorne irgendwo, ein bisschen mehr nach links, müsste dann Waldeck sein. Also da bin ich dann da irgendwo auch am Edersee, wenn mich nicht alles täuscht. Dieser kleine Fluss, der dann jetzt gleich hier vorne fließt, das ist die Eder. Und da gucken wir uns jetzt mal ein bisschen um. Deswegen habe ich jetzt auch mal den Hubschrauber genommen, um jetzt einfach mal euch zu zeigen, wie das ist, damit man gemächlicher fliegen kann. Und wenn man gemächlicher fliegt, dann mit dem Hubschrauber, kann man einfach langsamer fliegen. Man kann sich besser umschauen. Ja, und so ein Hubschrauber, da hat man auch mehr Möglichkeiten, um gewisse Einsätze zu fliegen. Mit dem Hubschrauber kann ich überall landen, ne? Ja, fast überall, aber auf jeden Fall, ich habe mehr Landemöglichkeiten als mit einem Flugzeug, ganz klar. Seitdem ich habe einen Senkrechtstarter. So, hier sind wir. Weiß ich nur nicht. Ich kenne mich ja hier absolut nicht aus, ne? Ich meine, Viermünden würde ich noch wiederfinden, aber ich will jetzt zum Edersee. Der muss ja irgendwo sein. Ihr Lieben, das ist jetzt die große Frage. Da müsste jetzt hier hinter dem Bergen der irgendwo sein, ne? Das sieht doch richtig interessant aus. Jetzt bin ich ja doch mal gespannt hier. Also ist ja doch eine richtig schöne Landschaft. Hier hinter dem Berg müsste Viermünden sein. Richtung Frankenberg, das ist hier hinten rüber, wo wir gestartet sind, dann müsste hier irgendwo jetzt gleich was Wassermäßiges kommen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, wir gehen noch ein bisschen höher, bevor... Ne, es reicht. Wir werden doch nicht jetzt irgendwo die... Ja, das heißt, wir müssen hier rüber, glaube ich, ne, noch ein bisschen... mich hier nicht alles täuscht, dann gehen wir hier noch ein bisschen rüber. Wir sind hier zu sehr nördlich. Das dürfte die Eder sein. Und dann müssen wir weiter fliegen. Und da kommt der Edersee. Der ist ja immens lang. Ne? Ist ja auch nicht gerade klein. Ist ein riesengroßer See. Nicht zu verachten. Und mein Freund hat mir gesagt, dass wenn man da hinfliegt, und hier sehen wir das ja alles sehr schön, ne? Wenn man dahin fährt, wir fliegen ja jetzt gerade, Entschuldigung, und es ist Sommer und da ist ein bisschen, da wird auch sehr viel Wassersport betrieben und da ist ein bisschen weniger Wasser drin. Dann sieht man auch im See, weil das ist ja mal geflutet worden, eben für diesen See, weil das ist ja angestaut, geflutet worden, da war ein Dorf. Wir fliegen auch mal einfach mal hier durch diese Talsohle durch. Das kann man ja schön machen. Das ist geflutet worden. Und da sieht man dann, ich weiß nur nicht an welcher Stelle das auch immer ist. Da müsste ich meinen Freund haben, der ist ja ortskundig. Da sieht man dann Kirchenspitze und Häuser, die dann, oder eine Brücke, die dann, aber die Kirchenspitze auf jeden Fall, von dieser von diesem gefluteten Dorf. Und hier fängt dieser Edersee, glaube ich, auch. Das ist ein großer See, wo ich selber noch nicht war. Da werde ich aber im September mich mal umschauen. Und dann bin ich ja mal wirklich gespannt. Das muss ja wirklich sehr schön sein. Und dann schaut man sich da auch mal um. Ja, wir bekommen ja bald in Microsoft bald ein neues Update. Hier für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und da werden sich ja wohl auch einige Dinge
wieder ändern. Denn wir haben alle, glaube ich, ein bisschen zu bemängeln, wenn ich jetzt so hier rüber gucke. Man, die Grafik hier top, nicht zu meckeln. Bis auf gewisse Sachen, die einfach unrealistisch sind. Ja, hier führen Straßen her und dann wachsen auf den Straßen die Bäume. Die Straßen sind immer grün, aus welchem Grund auch immer. Ja, das passt alles irgendwo nicht. Das sieht irgendwie alles immer ganz komisch aus. Und das finde ich irgendwo immer sehr, sehr schade, dass die das so machen. Denn es gehört ja irgendwo, gehört es doch dazu, wenn man irgendwo herfliegt oder man guckt irgendwo, dass man vernünftige Straßen sieht. Ne? Ja, auf jeden Fall. So, musste gerade mal eben aufstehen, auch nicht schlimm. So, und dann sind natürlich hier jetzt, hier ist natürlich keine Kirchenspitze irgendwo zu sehen, finde ich schade, dass man hier nichts sieht. Man hört öfters nur Staubsauger, aber Kirchenspitzen sieht man nicht. Nee, aber hier soll das irgendwo sein. Laut meines Freundes soll hier irgendwo eine Kirchenspitze sein. Ja, gut. Nichtsdestotrotz, wir fliegen weiter hier und gucken uns den Verlauf dieses Sees an. Der ist natürlich riesig. Wie verschlungen der ist. Das ist ja wirklich immens. Das ist, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass das wirklich so groß ist. Ja, zu dem Update von Microsoft sieht das so aus, dass wir da wirklich bald, dass sich bald was ändern werden. Ich hoffe auch die Straßen. Mehr Sehenswürdigkeiten soll es dann geben. Bessere ja, grafische Darstellungen. Und was natürlich auch schön wäre, ist natürlich hier, man sieht hier oben immer irgendwelche kleinen Häfen oder Anlegestellen von Booten, die alle immer unter Wasser sind, und viele Boote sind unter Wasser. Ich meine, die haben sich so viel Mühe gegeben, ja. Und irgendwo, sowas finde ich dann irgendwo sehr schade, dass man das hier nicht dann auch noch realitätsnaher irgendwo hinkriegt. Hier unten sieht man auch die ganzen Boote alle hier, die sind alle unter Wasser, ja, guck mal. Das verschwindet. Das hat nichts mehr mit Realität zu tun. Die Straßen kann man nicht richtig erkennen. Die Häuser, die stimmen dann auch nicht so richtig teilweise. Ne? Das ist ja auch noch nicht ganz so schlimm. Die sind ja hier schon tausendmal besser als in X-Plane. Obwohl der ja schon nicht schlecht ist. Und aber ansonsten diese grafische Leistung, die hier verbracht haben, ist schon für so einen Flugsimulator, da muss ich echt sagen, wow, ne? Geil. Einfach nur geil. Gut, zu meckern hat man immer, dass man immer sagt, es gibt vielleicht Verbesserungen hier und da und dort und da ist es schöner und könnte man besser machen. Gut, das kann man ja auch. Aber man darf nie vergessen, was die Leute, hier müsste glaube ich die Stelle sein mit dem, weil da ist irgendwo was. Da fliegen wir mal rüber. Das gucken wir uns, glaube ich, mal an. Da könnte das sein, wo das mit dieser Kirchturmspitze. Da ragt nämlich auch ein bisschen was raus. Das könnte hier sehr wahrscheinlich sein. Aber wie gesagt, man kann das ja auch hier so in dieser Grafik dann vielleicht auch nicht so darstellen. Ja, aber wenn ich jetzt hier mal rausgucke, hier könnte das dann auch sein. Aber da sieht man wirklich Kirchturmspitze und. Und hier ist der Staudamm. Ja. Den gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Da fliegen wir auch nochmal drüber. Dafür haben wir ja einen Hubschrauber. Ja. Wenn wir wollen, können wir auch da drauf landen, wenn es geht. Ist nicht nur, das ist auch mal blöd, ne? Will ich auf irgendeinem Schiff landen, kann ich nicht drauf landen, weil es nur eine grafische Darstellung ist. Dann muss es halt eben wieder so sein, ja, jetzt wie die Carrier. Ich habe auch diese Air Carrier, dass ich da drüber nicht nur fliegen kann, sondern auch drauf landen kann, auch drauf starten kann mit diesem Zusatzprogramm, dass das auch alles funktioniert. Da gibt es auch über YouTube ein tolles Video. Ich erzähle euch immer alles, was es Tolles gibt und mache euch die Zunge lang. Ja, auch richtig so, ne? Mache ich auch extra mal, damit ihr auch die Möglichkeiten versteht, die man hier wirklich hat, die man hier auch wirklich nutzen kann.
Das macht riesen Spaß. Deswegen werde ich aber den X-Plane nicht verschmähen. Ich werde trotzdem weiter X-Plane fliegen, weil ich da auch sehr viele Maschinen habe. Und hier habe ich auch schon fast alles, was man kriegen kann, gekauft. Auch frei erhältliche, also Freeware habe ich auch. Und ich bin halt eben so ein Flugnarr. Wenn ihr euch das Video davor anguckt, dann werdet ihr auch wissen, warum. Ja, weil ich da auch was so erklärt habe, dass ich auch gerne selber fliege, richtig fliege und auch bald einen Flugschein machen werde. Und dann ist das wohl logisch, das ist für mich ein richtiges Hobby. Ja, ich durfte auch mal mit einer Sikorsky S76 mitfliegen, mehrmals, sehr oft sogar. Da haben wir Bannerflüge gemacht für diverse Versicherungen etc. Die Banner waren so groß wie ein Fußballplatz. Und das steht auch im Guinness Buch der Rekorde. Ja, da war ich zwar nicht dran beteiligt, aber ich bin mit dieser Mannschaft des Öfteren geflogen und wir haben da Bannerflüge deutschlandweit gemacht. Was ist das? Also da ist der Edersee, das ist der Stausee, aber ihr seht, hier gibt es auch grafische Schwierigkeiten. Ja, wie gesagt, das sollte sich dann irgendwann, sollte sich das ja dann auch mal ändern. Auch so, dass die Straßen dann auch wie Straßen aussehen, hoffe ich. Ja, und nicht so an irgendwelche Berge dran geklatscht sind, grafisch. Hauptsache, die sind da, der Verlauf, der stimmt, alles andere kann man sich dann denken. Ne? Ja, also so sieht es dann aus. Und ihr seht, ich kann die Maschine auch mit Knöpfchen hier wieder vom Joystick aus dienen, auch die Flugrichtung. Das mache ich alles hier per Knopf. Das heißt, ich könnte den ganzen Flug draußen bleiben und mir hier alles von draußen angucken, was ich nicht möchte. So, jetzt fliegen wir nochmal hier vorne rum. Und so haben wir uns dann auch mal den Edersee angesehen. Also nicht vergessen, Deutschland hat sehr viele schöne Ecken. Ja, sehr viele schöne Ecken. Die also nicht nur auch hier in Hessen, in Nordrhein-Westfalen, wo ich ja auch herkomme, nicht nur hier in Nordrhein-Westfalen und in Hessen sind oder gibt, sondern es gibt sehr, sehr, sehr viele schöne Ecken hier in Deutschland. Sehr viel Sehenswürdiges. Ich mache oft auch zwischen Weihnachten und Neujahr immer Urlaub in Schwangau mit meiner Frau. Wir werden auch bald Zuwachs haben. Dann demnächst mit Zuwachs. Aber diejenigen, die sich jetzt zu früh freuen, die muss ich enttäuschen. Es werden 4 Beine sein statt 2. Den haben wir ab nächste Woche. Und dann geht's weiter, dass wir dann auch immer dann Urlaub machen können. Oder wir können Urlaub machen, eigentlich immer, wann wir wollen. Aber so Urlaub machen, dass wir dann den 4-Beiner immer dabei haben. So. Und wer uns da nicht willkommen heißt, da will ich dann auch nicht hin. Ganz klar, logisch. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten. Es gibt Hundestrände. Selbst hier am Edersee gibt es einen Hundestrand. Und wie gesagt, familienfreundlich. Hier gibt es sehr viele Wassersportmöglichkeiten, laut meines Freundes, was er mir gesagt hat, der Uwe. Und ja, die kann man dann auch wahrnehmen. Die sollte man dann auch wahrnehmen, weil es ist einfach geil. Ne? Wie man sieht, wenn man gerne mit dem Bötchen fährt oder so, man kann sich hier richtig austoben. Das ist ein Riesending hier, ne? Riesig. Ihr habt gerade gesehen, von Anfang an hinten sind wir losgeflogen, hier geradeaus von 12 Uhr retour bis zum Staudamm. Also das ist schon beachtlich. Und ich meine, er sagte mir auch irgendwie, wär mit einer der größten auch von Europa, von der Fläche her, an Stauseen. Und ja, muss ich ihm zupflichten. Ich meine, das sind schon einige Quadratmeter und viele, viele Hektoliter an Wasser. Das ist schon wow. Ja, würde ich sagen, ne? Also eine schöne Landschaft,
muss ich meinem Freund auch zupflichten, dass er da wirklich, er wohnt in einer schönen Gegend. Kann man nicht anders sagen. Der Hahn kräht am Morgen und hat keine Sorgen. Boah, reimt sich sogar. Wenn ich in der Großstadt lebe, habe ich keinen Kran, sondern mache das Fenster auf und da kommt mir der Gestank von Autos entgegen. Kein Hahn kräht, man hört das Hupen, das Sirenen und tatütata der Feuerwehr, der Polizei oder sonst irgendetwas. Wie viele Menschen haben dieses Vergnügen tagtäglich? Und ja, eigentlich alles traurig. Und jetzt noch diese Umweltkatastrophe, die wir hatten. Also schlimmer kann es nicht mehr kommen, aber wir sind alle dabei. Wir können alle etwas dazu tun. Wir können alle ein bisschen mehr was für die Umwelt tun. Und ja, dass es uns allen etwas besser geht. Leichter gesagt als getan. Ich finde, als erstes ist, glaube ich, mal die Regierung dran. Jetzt fliegen wir mal der Eder entlang. Dann kommen wir automatisch nach Viermünden. Man ist ja nicht dumm. Leute, ja. Das ist gar nicht so einfach. Muss ich doch schon hier irgendwo ein bisschen auskennen. Ne? Das tue ich nicht. Aber wir versuchen es. Und dann fliegen wir zurück zum Flugplatz. Und ich hoffe, das gefällt euch hier. Auf jeden Fall meiner Co-Pilotin gefällt es. Die ist ruhig, ja. Die gibt nicht viel von sich. Sollte sie sich auch mal wagen. Ich würde sie sofort rausschmeißen. Nein, Gottes Willen. So gemein bin ich nicht. Ja, also tolle Grafik. Das könnt ihr auch hinzufügen. Jetzt mittlerweile könnt ihr auch das schon so runterladen. Und ich kann jetzt hergehen und kann sagen, so, ich will jetzt auch hierbei sein. Ne? Also das geht auch dann von außen. Kann ich mir den Hubschrauber angucken und habe zwei Stück hier drinne. Mich stürzt immer nur etwas, weil wenn ich mich jetzt hier so ein bisschen bewege, ganz je nachdem, wenn ich jetzt hier so, dann gucke ich hier durch so eine Ohrmuschel und so, das muss ich nicht haben. Deswegen mache ich den weg, weil hier sitze ich und sonst keiner. So, ganz einfach. Kann man nehmen, wie man möchte. Ich glaube, da ist viel Münden. Da fliegen wir jetzt mal mit der Hand hin, ne? Ja, ich meine, ich habe es gesehen. Jetzt gehen wir mal selber hier und legen Hand an. Ne? Warte, was ist da? Die Eder fließt ja da vorne auf. Da bin ich blind. Ist mir egal, ich fliege jetzt da rum. Und dann, da müsste doch... Ne, das ist Frank. Ja, man ist nicht orts. Jetzt fliegen wir mal ein bisschen schneller. Jetzt machen wir mal hier Power, ne? Wie sich das gehört für so einen guten Piloten. Kamikaze. Und hier sind wir, glaube ich, da ist doch Viermünden, meine ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Das müsste es sein. Jawohl, hier bin ich gestern drüber geflogen, meine ich, oder? Nee. Aber ihr seht hier, so gewisse Häuser sehen überall gleich aus. Ne? Hier ist nicht Viermünden. Nächste Ortschaft. Ich finde Viermünden. So, auf und nieder. Wir fliegen weiter entlang der Eder. Nächste Ortschaft. Das ist ja echt hier. Wer sucht, der findet. Es macht trotzdem Spaß. Gut, ich meine, viele haben jetzt hier auch nicht so den Hang für so viel Grün. Ja, die denken auch, wann kommt denn eigentlich wieder eine Autobahn? Und ich brauche diese scheiß Autobahn nicht. Ich wohne hier gar nicht weit weg von der 46. Und jedes Mal, wenn da Stau ist, dann haben wir hier zu kämpfen. Dann werden unsere Straßen, die sind dann immer zugestopft. Ja, und jetzt auch durch das Unwetter. Und
die armen Menschen, die da alle drunter gelitten haben. Aber na gut, wir waren dann auch so etwas von betroffen hier in unserer Stadt. Nicht weitestgehend, aber waren genug. Uwe, wenn du jetzt zugucken solltest, tut mir leid, ich finde das nicht alles sofort hier, aber hier ist die Eder und wenn mich jetzt hier nicht alles täuscht, wenn da die Brücke ist, denn hier ist für Münden. Hier ist es. Hier ist es. Ich hab's gefunden. Wenn ich jetzt wüsste, in welchem Haus der wohnt, dann würde ich da glatt mich jetzt vor landen und würde sagen, Junge, jetzt komm mal mit rein. Ja. Und dann machen wir noch mal irgendwo, fliegen wir lecker hin irgendwo und dann trinken wir lecker Bierchen, lecker Weinchen oder sonst irgendwas. Und dann machen wir uns gemütlich, ne? Dann fliegst du zurück. Ach ja, der hat ja keinen Flugschein. Aber der Uwe, der war bei der Bundeswehr viele Jahre, mein Freund, und der hat bei der Bundeswehr an den Tornados rumgeschraubt. Er durfte öfters mitfliegen. Boah, beneide ich, denn ich war noch nie in einem Kampfflugzeug. Mir die Dinger zwar oft angeguckt. Andere Flugzeuge habe ich gesehen, da war ich auch im Cockpit. Flieg auch selber, aber nicht mit Jump, mit Jets oder so, sondern eher mit kleineren Flugzeugen. So wie Cessna oder Leichtbauweise. Ja, damit kann man dann auch fliegen. Also, ich erkenne hier nichts Großartiges, weil die Häuser sehen ja überall gleich aus. Und ich finde, das könnte man irgendwo doch ein bisschen ändern, weil über Google oder Bing, weil das läuft ja alles über Bing hier, da könnte man schon diese Häuser dann auch eins zu eins übernehmen, wo sie auch stehen, weil das macht Bing ja auch oder Google Map macht das auch. Das wäre schon schöner, ja. Das wäre schon schöner, weil dann hätte man doch mehr Anhaltspunkte, um zu sehen, ja, weil hier sind sehr viele Flächen, ja, die, wenn man jetzt nach unten guckt, die von der Satellitenaufnahme, wo Häuser stehen und da steht nichts, ne? Und dementsprechend wird auch dieser Straßenverlauf genommen und da könnte man doch schon einiges ändern. Gut, ich weiß, ich habe gut kacken, auf Deutsch gesagt. Ich meckere auf einem hohen Niveau, ich ist aber kein Meckern, sondern es sind Vorschläge. Nicht, dass man es wieder falsch versteht, ja. Sondern man könnte doch schon einiges machen, wenn sie da schon so eine hohe Technik und so einen Aufwand betreiben, dann und das haben unheimlich viele auch zu bemängeln, so sagen wir mal. Was heißt also, würden sie vorschlagen? Man muss ja doch vorsichtig immer sein mit dem, was man sagt. Das finde ich auch richtig. Und das wäre wesentlich schöner, wenn man sagen könnte, boah, guck mal, ich bin auch schon über unsere Straße geflogen, wo wir wohnen. Wir wohnen also etwas außerhalb von einem großen Ort. Na gut, ich kann es ja sagen. Wuppertal. So, jetzt ist es raus. Ich habe mich geoutet, ja. Wuppertal wohne ich. So. Wir wohnen etwas außerhalb. Ich habe unsere Straße auch angeguckt. Wir haben einen schönen Garten da hinten raus mit allem drum und dran. Das ist alles schön. Aber wir wohnen dann doch in der Nähe von der Hauptstraße und das ist dann doch nicht mehr so schön und naja, eigentlich sehr schade, weil ich habe mein Haus nicht richtig erkannt, weil da steht irgendein Haus, zwar auch in der Größe, aber es ist nicht unser Haus und ja, ich konnte auch aus dem Stadtteil, wo ich wohne, im Wuppertal, konnte ich nicht viel wiedererkennen. Es sind sehr viele Sachen, die nicht zu erkennen sind, was ich besonders schade finde. Weil unsere Stadt hier im Wuppertal, mein gut, jede Stadt hat ja irgendetwas. Ja, irgendetwas, wo man sagt, das ist ein Erkennungswert. Ja, hier in der Stadt haben wir eine schöne Schwebebahn. Zum Beispiel. Die ist nicht zu erkennen. Nee, die sieht man nicht. Da kann ich mir noch so viel Mühe geben. Ja, die ist nicht zu sehen. So, und es gibt so gewisse Sachen. Jetzt fliegen wir Richtung Ahlendorf, Eder, zum Flugplatz zurück. Und das finde ich schade. Ich finde, da könnte man doch wirklich mal was ändern. Ne?
Weil es gibt auch wirklich immer wieder schöne Sehenswürdigkeiten, gewisse Sachen, so Anhaltspunkte, richtig tolle, merkbare Punkte, wo man auch sagen kann, so, ich bin da und da, das sehe ich dann auch. Und hier kenne ich mich aus, ja. Und da muss ich mir nicht irgendeine Karte runterladen, damit ich weiß, wo ich bin. Das ist eigentlich schade. Ne? Auch die Autobahnen kann man da nicht immer so richtig erkennen, weil die Straßen sind grün. Wir haben keine grün. Asphalt ist schwarz, Leute. Ja, und spiegelt sich oft hell oder, ne? Ja, wenn die Sonne drauf scheint oder wir sind nass oder dann haben wir Spiegelungen auf den Straßen. Und das ist eigentlich noch etwas, was man machen kann. Ja. Da würde ich lieber auf so ein paar Wolken pfeifen. Ja, die ich eh nicht hier mit meiner Grafikkarte voll ausschöpfen kann, weil die immense FPS schlucken. So, das habe ich eigentlich nicht zu kritisieren, aber zum Vorschlag. Ne, dass man das als Vorschlag nehmen kann und mal was ändern kann. Ja, so sieht's aus. Ich habe eine GTX 1080 Ti. Mit 11 GB Arbeitsspeicher und AX Plänen. Ich habe SSD Speicher, also SSD Festplatten, da läuft alles rund, alles wunderbar. Nur wie gesagt, also hier Microsoft, die könnten auch so wie X Plänen sagen, wir arbeiten jetzt mal zum Beispiel auch hier mit dem System wie X-Plane zusammen, damit das gleichermaßen auf GPU und CPU verteilt wird und damit die GPU nicht immer so belastet wird, denn hier sind immense Hardwareanforderungen ohne Ende. Das finde ich echt schade, wenn man dann wirklich doch so viel Geld ausgibt letztendlich, denn hier sind einige Add-ons, die man dazu kaufen kann, wenn man möchte, wenn man auch gewisse Anforderungen hat, dann sollte man da doch irgendwo auch eine anständige Hardware geliefert bekommen. Ja. Gut, Updates hin und her. X-Plane arbeitet mit Vulkan, nicht mit Opel GL oder wie sich das schimpft. Haben sie aber jahrelang und haben auch immense Schwierigkeiten gehabt, was die FPS anbelangt. Momentan geht das, also X-Plane, da habe ich alles auf Ultra. Da läuft alles rund, muss ich ganz ehrlich sagen. Selbst mit meiner TX, ne, mit meiner TI 1080, da läuft alles. Aber hier nicht jetzt. Das ist echt übel. So, soweit zum Technischen. So, ich werde jetzt hier landen. Dann gebe ich mich wieder zu meinem Ausgangspunkt zurück. Ich habe jetzt hier auch mal ohne Funk, ohne ATC gearbeitet. Ich hoffe, das war eine saubere, ruhige Landung. Es hat euch gefallen. Ja, mit dem Hubschrauber, mit dem AMG, mit meiner Library. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, ihr findet noch einige Libraries auf dem Community, auf der Community, die ich euch vorhin auch genannt habe, nämlich über FlightSim2.2, also .2. Da könnt ihr dann auch einige Hubschrauber-Libraries finden, die ich dann da auch kreiert habe, euch auch zur Verfügung gestellt habe. Und dann wünsche ich euch viel, viel Spaß mit dem Helikopter, mit der Airbus H135. So, jetzt gehe ich einfach mal wieder hier runter. Stelle mich dann mal hier ab. Jetzt mal um Rasen landen. Vorne, da will ich da hin, so ein bisschen auf die Ecke. So, ein bisschen nach vorne. So. So, dahin, da möchte ich. Hier sind wir. Da.
Ja, weil die Grafik hier im im Microsoft, die ist wirklich affengeil. Also ich finde sie richtig toll. Auch wenn man sich hier das Gras anguckt, die Bäume. Das ist alles sehr nett. Und ja, ich hoffe, ihr habt dann auch Spaß damit. Und dann wünsche ich euch alles Gute, ein schönes Wochenende. Ja, und mit der Umweltkatastrophe, wenn ihr Lust habt und habt was über, spendet mal ein bisschen. Da kann man auch was tun. Und dann sage ich dir mal Tschüss, bis demnächst. Euer Tommy. Bis denne.